Liebe Transportschiffe, so könntet ihr euch beeilen. Segelt schneller. Pustet ein wenig in die Segel, damit's... Na, ihr habt schon extra plus 1 gegeben in der Mission, damit es schneller geht. Trotzdem ist das nicht schnell genug. Bereiten Sie sich auf englische Kriegsschiffe vor. Haha, das war lustig. Hier wird gefightet. Ach, ein feindlicher Bogenschütze auf Hinterhaltsposition. Den haben wir weggesnipert, habt ihr das gesehen? Wisst ihr was, wir machen einfach einen großen Armeepulk. Wir haben ja eh alles gemischt. So, wir speichern nochmal. Wir nutzen unsere unglaublichen Speichertalente. Und setzen sie für die Krone ein. Und halten eine Sachsenrunde. Ach, jetzt wär's gewesen. Mir ist egal, ob er Hunde sagt. Was hast du überhaupt gegen Sachsenhunde? Die sind auch nicht anders als andere Hunde. Los, erschießt ihn, den Narren. William, heile. Tue etwas für dein Geld. Ich weiß, dass du jede Menge hast. Du bist ein Herrscher. Herrscher haben immer Geld. So. Tod den Heiden. Wir gehen mal Richtung Hastings. Ja, ich spreche es Hastings aus. Mit meiner Ehre. Endlich! Die Armee Harold Godwinsons steht vor uns. Auf in den Kampf! Tod den ruhig, 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 ruhig. Kaffeepause. Mit meiner Ehre. Okay, Pfeil. Pfeil gegen alles, was gerade steht. Ja, Pfeil gegen Stich. Stich gegen Schlag. Eigentlich sind wir schon relativ... Die rennen gerade echt in ihr Verderben rein. Das mag ich. Ich muss sagen, das gefällt mir. Hallo? Ein Hügel. Ich mag Hügel. William ist gefallen. Ohne ihn scheitert die Invasion. What the fuck? Einfach so? Herzstillstand oder was war das jetzt eben? Ich muss auf diesen Hügel und zeigen, dass ich nicht tödlich verwundet bin. Ah. William lebt doch noch. Nur sein Pferd hat einen Herzstillstand. Ich verstehe. Wo ist er denn? William, geh auf den Hügel. Zeige den Leuten, dass du nicht so tödlich verwundet bist, wie die Leute es denken. Nicht du bist am Herzstillstand gestorben, sondern dein Pferd. Irgendwie gewinnen wir die Schlacht aber trotzdem. Aber trotzdem, William, geh auf den Hügel. Seht her, es ist William und er lebt. Vorwärts, wir geben nicht auf. Die Engländer sind fast besiegt. Harold Godwinson hat sich im Schutz seiner Hostkarls Leibwache auf dem Feldherrnhügel verkrochen. Lebend wird er stets eine Gefahr sein. Oh, der Hostkarl. Karl? Sowas macht man doch nicht. Ihr habt Schlag- und Pfeilresistenz, das heißt, ihr seid stichanfällig. Na, ihr seid Schlageinheiten. Ja, so ein Axt geht gut als Schlagwaffe durch. Das heißt, wir haben genug Sticheinheiten, um den mal ordentlich... ja. Du kannst doch heilen, oder? Tu es. Tu es für die Normandie. Sachsenhunde. William, du bist jetzt schwach ohne dein Pferd. Was ist mit deinem tollen, guten Schwert, das geschmiedet wurde? Hat es dein Pferd gefressen, bevor es gestorben ist? Warum hast du auf einmal so wenig Angriffskraft? Vielleicht ist das Pferd deswegen gestorben. Vielleicht hat es einfach dein Schwert verschluckt. Kann ja mal aus Versehen passieren. Sieht einem Apfel ja nicht sehr unähnlich. Ach ja. Wir haben sehr viele Sticheinheiten. Das heißt, du hast ein Problem, mein Freund. Herr Godwinson. Der Harold mit seinen Karls. Tja. Oui. Tod den Heiden. Enge Lande. Nieder mit den Engländern. Zertrampelt ihre Blumenbeete. Mit ganzem Herzen. Schüttet den Tee über Bord. Das gab doch mal wirklich diesen... das war bei den USA. Beim Widerstand bei der USA gegen England. Da gab es doch mal irgendwie diesen Tag, an dem die so einen ganzen Teefrachter, die ganze Teeladung über Bord geworfen haben. als Protest, als Aufstand. Ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, aber es war eine echt lustige Sache. Nieder mit ihnen!
zeigt ihnen, dass wir die besseren Karls sind. Oh, 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 Schlag gegen Pfeil, das ist gemein. Ah, mein Knie. Ich habe einen Pfeil im Knie. So. Haben wir jetzt gewonnen? Sind wir jetzt toll? Sind wir jetzt toller als die anderen? Ah, die Zelte sind natürlich die wahren Feinde. Vielleicht in einem der Bauerndörfer außerhalb von London. Es ist so wichtig, ein Pferd zu haben. Mit ganzem Herzen. Na gut. Erzähl mir doch nichts vom Pferd. Jetzt finden wir das trojanische Pferd. Bauernhöfe außerhalb von... Was? Nochmal. Finden Sie ein Reitpferd für William? Kann ich nicht einen von meinen unter... Es kann ja nicht zufällig irgendein Ritter absteigen, weil er gerade so sich dazu geneigt fühlt und mir das Pferd übergeben. Nein. London. Wow. Ich habe London irgendwie größer im Kopf. Obwohl, es hieß ja Stelle außerhalb von London. Ach, jetzt sind sie auf einmal keine Feinde mehr, die Gelben. Wie war es nochmal, einer der Bauernhöfe außerhalb von London? Es wird aber schwer London sein. Also, ich kann mir schon denken, dass es hier irgendwo ist, oder? Schwertkämpfer vorwärts! Tod den Heiden! Na gut, Jürgen. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Es hieß, wir können keine Verstärkung mehr produzieren. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Ah, das sieht mir sehr danach aus. Hallo, Pferd? Oui. Pferd? Pferd? Hallo? Nichts? Ihr seid Geizkragen. Oh, wo war denn das? Wo war denn dieser Bauernhof? Lord William, ein Prachtpferd für euch für den Weg nach London. Hallöchen, du süßes Pferdchen. Für Ruhm und Ehre. Und darf ich da jetzt einfach drauf? Stört es nicht die Leute? Na gut, ich habe die Armee. Ich kann sagen, guckt mal, wie viele Leute das sind. Die sind mehr als ihr. Da ich wieder ein Pferd habe, ist es an der Zeit, siegreich nach London zu ziehen. Gehen wir in den Innenhof. Yay, wo ist denn der Innenhof? Ja, wie schön, dass es uns markiert wird. Ja, das sieht mir schon eher wie eine Stadt aus. Zumindest wie das Innere einer Stadt. Ui, mit ganzem Herzen. Ikeniere vorwärts! Innus Hofus Reiticus. Können wir überhaupt Schiffe bauen? Ja, Schiffe können wir noch bauen. Ja, das fragt sich, was das bringt. Sind hier wirklich irgendwo Schlachtschiffe? Na gut, das sehen wir dann am Ende der Mission. Da wird uns dann bestimmt gezeigt, was für Gefahren im Kanal auf uns gelauert hätten. Wenn wir jetzt nicht den direkten Weg gefahren wären, sondern wenn unser Seemann besoffen gewesen wäre und erstmal 5 Runden gedreht hätte. Tut mir leid, wir machen das Tor nicht auf, Edge. Ja, verflucht, wir müssen umkehren. Alles war umsonst. Ist dann wie bei Smaugs Einöde. Ach, die Tür geht nicht auf, drehen wir um. Hä? Ich weiß nicht. Passiert das oft, dass... Wenn man eine Stadt einnimmt, man gefeiert wird. England ist unser. Eine neue Ära der Weltgeschichte beginnt. Wunderbar. Und das war die englische Kampagne? Nein, das war sie natürlich noch nicht. Und wo waren sie? Ach, wegen den 3 Schiffchen. Mensch, da hätte ja echt viel passieren können. Es sind sogar noch ein paar Bauernhöfe. Wer weiß, vielleicht hätte uns hier sogar noch eine Aufgabe erwartet oder so. Ich weiß es nicht. Na, egal. Uns wurde ja nichts gesagt nebenbei, von daher bin ich einfach den direkten Weg gegangen. Alles klar, dann wäre es das hier auch gewesen. Ist das hier... Ja, stimmt. Aber es kamen wirklich keine Banditenangriffe mehr nach den beiden. Es gab also nur die... Okay, wunderbar, dann haben wir das geschafft. Yay. Wir sind die Größten. London, England. Boah, das sind ja 2 verschiedene Fraktionen irgendwie. So, der 100-jährige Krieg beginnt. Oh, wow, 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 wow. Ziemlich gemein. Aber gut, Moment. Erstmal William, Herzog der Normandie. Ihr könnt euch erinnern? Nö, du redest jetzt nicht. Wir gucken uns nur die Geschichte an. Schauerte, als er das Haus in Bayeux verließ, wiewohl heute so. Abend nicht... Nein, so weit doch nicht. Und warum heiße ich denn schon wieder nicht Utwin? Das muss ich jedes Mal neu einstellen. So. Also, damit wir das jetzt auch nachgeholt haben, ihr wollt doch alle die Geschichten wissen.
Wir lassen Schwierigkeitsgrad Mittel. Ich habe jetzt mal überlegt, ob ich vielleicht auf schwer hochstelle, aber das Spiel wird schnell genug schwer genug. Von daher lassen wir das mal so und uns geht es halt hauptsächlich um den Walkthrough. Also, der 100-jährige Krieg beginnt. Boah, ist es lang. König Edward sah seine Berater ernst an. Er schüttelte den Kopf. Hatten sie doch keine Ahnung, welche Gefahr ihnen drohte. Und mit ihnen ganz England. Meine Herren, begann der König, der Krieg gegen Frankreich läuft nicht gut. So was gibt's? Wird die Situation nicht bereinigt, kann die Krone in Gefahr sein. Hoheit, sagte ein junger Berater und stand vorsichtig auf. Bei allem Respekt, bisher wurden nur kleine Scharmützel ausgefochten. Wie kann man da sagen? Ein finsterer Blick Edwards ließ ihn verstummen. Wenn ihr mich ausreden lasst, werde ich es erklären. Der Ratgeber setzte sich rasch und Edward fuhr fort. Die Franzosen haben eine große Marine, eine vorzügliche Armee und ausreichend Ressourcen. Und sie streben nach der Kontrolle des Kanals, der, wie wir alle wissen, sagte er mit Blick auf den impulsiven Berater, der einzige Weg zur Normandie ist. Geht ihre Rechnung auf, kann mein Sohn den Krieg niemals auf französischem Boden führen. Der König verstummte und seufzte tief. Aber es gibt eine Chance. Wir müssen die französische Flotte vernichten, ehe es zu spät ist. Schlagen Sie die französische Marine bei Sluis. Versenken Sie mit Ihrem Zerstörungsschiff das französische Flaggschiff, um die französische Marine zu verwirren und zu schwächen. Das wird wohl hauptsächlich ein Seekampf. Aber ja. Aber Hoheit, das sind Franzosen. Ich meine Franzosen. So hätte ich reagiert. Wie kann man da verlieren? Das geht doch nicht. Aber gut. Tipps. Greifen Sie mit Ihrer Marine an. Schleichen Sie sich dann mit Ihrem Zerstörungsschiff, das Zerstörungsschiff, was ist das für ein Name, durch das Getümmel und versenken Sie das französische Flaggschiff. Sie müssen schnell manövrieren, wenn Sie das Zerstörungsschiff durch die feindliche Flotte steuern und das Flaggschiff versenken möchten. Sie müssen nicht ganz Seron zerstören, nur das Zentrum. Es könnte durchaus vorteilhaft sein, den Rest unversehrt zu lassen. Okay. Sobald die Seeeinheiten ausbilden und Gebäude errichten können, müssen Sie die Wirtschaft so schnell wie möglich in Schwung bringen. Vergessen Sie die Verteidigung nicht, wenn Sie Ihre Truppen aufbauen. Okay, wir haben anscheinend auch Landgefechte. Geschichte, bevor wir es wieder vergessen. Philipp. Natürlich das französische Philipp, dürft ihr nicht vergessen, dass ein L und Doppel-P ist nicht das französische. Ich lasse mich nicht so herunterschmutzen. Na gut, also, starten. Nicht abstürzen. Tu mir den Gefallen. Sei ein braves Spiel. Ich würde sagen, es wird Zeit zu schiffen. Die französische Flotte liegt bei Sluis und ist uns haushoch überlegen. Wir müssen unsere Marine ausbauen, wenn wir sie je besiegen wollen. Gelingt es uns, ihr Flaggschiff zu versenken, wird Chaos in der ganzen Flotte herrschen. Wo ist es denn, unser Zerstörungsschiff? Zerstörungsschiff. Oh, und es hat einen zerstörerischen Angriffswert. Ja, wir müssen das halt einfach zum Gegner bringen irgendwie. Okay, das ist England. Da ist das Flaggschiff. Können wir auch irgendwas bauen? Wir könnten was bauen. Mensch, ist das toll. Galeere, Fregatte, Kriegsschiff. Drei Kriegsschiffe. Deshalb würde ich fast sagen, wollen wir mit Masse kommen oder wollen wir die upgraden? Ich mache auf jeden Fall mal noch ein Schiff von jedem. Das kann nicht schaden. Ich wünschte, kann man hier pausieren? Dass man jetzt dann vor dem Gegner steht und sagt, wir pausieren mal. Ahoi. Ja, ich habe mich gerade in der Nase gekratzt, deswegen hat sich das vielleicht ein bisschen komisch angehört. Dass wir jetzt, nee, aber es gibt keinen P. Dass wir jetzt mal sagen, wir pausieren und überlegen, welchen Gegner wir angreifen. Alle Mann an Deck. Die Reichweite dürfte reichen. Wir machen mal bei jedem den Angriff um 1 hoch. Alle Mann an Deck.
Beim Störungsschiff lohnt sich das, glaube ich, nicht. Da ist der einzige Sinn drin, dass wir das zum Flaggschiff manövrieren. Ahoi! Hm. Trefferpunkte macht jetzt im Vergleich eigentlich relativ wenig aus. Da mache ich vielleicht doch lieber den Angriff nochmal hoch. Ahoi! Aber das ist halt günstiger. Ahoi! Moment, eins zurück. Ahoi! Na komm. Ahoi! Tun wir das. Alle Mann an Deck. Ahoi! Tun wir es für die Krone. Das kostet halt doppelt so viel. Na komm, mach mal. Jetzt haben wir schon keine Ressourcen mehr. Alle Segel setzen. Setzt Segel? Versenkt die Landratten. Dann eben nicht. Da rate ich einmal, was als nächstes kommt. Ich werde niemals Lotto spielen. Versenkt die Landratten.